Der Titel meiner Botschaft lautet: Gott machte Abraham zu seinem Freund. Der Text ist aus 1. Mose Kapitel 18, Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 38. Der Leitvers ist Genesis 18, 19. Lasst uns diesen Leitvers gemeinsam lesen. Bitte, denn dazu habe ich euch auserkoren, dass ihr seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns das Genesis-Bibelstudium anvertraut hast. Erlaube uns, kennenzulernen, wie wir als deine Freunde leben und unsere Liebesbeziehung zu dir vertiefen können. Schenke jedem von uns ein persönliches Wort. Im Namen Jesu. Amen. In der vorherigen Lektion haben wir Gottes Verheißung für Abraham kennengelernt. Gott besuchte Abraham in der geistlichen Anfechtung, als er 99 Jahre alt war, gab ihm den neuen Namen Abraham, was Vater vieler Völker bedeutet, und schloss einen Bund mit ihm. Abraham erneuerte seinen Glauben und nahm als Zeichen des Bundes an sich selbst und an alle Männlichen in seinem Hause die Beschneidung vor. In der heutigen Lektion lernen wir, dass der Herr Abraham zu seinem Freund gemacht hatte. Abraham war von Gott auserkoren, den Weg des Glaubens an seine Kinder und an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben und sie den Glaubensgehorsam zu lehren. Gott besuchte ihn und erneuerte seine Zusage, ihm und Sarah einen Sohn zu geben. Dann sprach er zu Abraham über das bevorstehende Gericht für Sodom und Gomorra. Abraham legte Fürbitte ein. Von Abraham lernen wir, als ein Freund Gottes seinen Ratschluss anzunehmen und im ewigen Erlösungswerk Gottes mitzuarbeiten. Teil 1: Gott besucht Abraham, Kapitel 18, Verse 1 bis 33. Sehen wir uns Vers 1 an. Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre bei Hebron. Es herrschte brütende Hitze. Abraham saß an der Tür seines Zeltes. Er ruhte sich gerade aus, da standen auf einmal drei Männer vor ihm. Abraham sprang auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich bis zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Dann lud er die drei Männer herzlich ein, im Schatten eine Rast einzulegen, sich zu erfrischen und eine Kleinigkeit zu essen. Die Männer fühlten sich sehr herzlich aufgenommen und sagten: Tu, wie du gesagt hast. Lesen wir die Verse 6 bis 8 gemeinsam. Bitte. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der Alte, und bereitete es zu. Und er trug Brote und Milch auf und von dem Kalbe, das sie zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Abraham war schon 99 Jahre alt, aber er lief und sprang wie ein junger Mann, damit seine Gäste nicht warten mussten. Drei Maß sind fast 40 Kilogramm feinstes Mehl. Dazu wählte er ein zartes, gutes Kalb aus. Abraham gab seinen Gästen reichlich und vom Allerbesten. Ja, gerade die Glaubensmütter unter uns wissen sicherlich sehr gut Bescheid, wie es ist, bei einer Geburtstagsfeier zu dienen oder wenn viele Gäste kommen. Ja, schon 30 Leuten zu dienen mit der üblichen Menge ist eine sehr harte und anstrengende und zeitraubende Arbeit. Und wir können uns auch grob vorstellen, wie viel das für Abraham, für seinen Knecht und für Sarah gewesen sein muss, so viel und von so guter Qualität so vieles vorzubereiten. Ja, Abrahams dienendes Leben und seine Gastfreundschaft zeigen seine reine und reiche Innerlichkeit und seinen Glauben. Aus seinem Glauben führte er ein gebendes Leben. Er hatte ein weites Herz, sogar Fremde aufzunehmen und ihnen zu dienen, als wären sie der Herr selbst. Sogar war es für ihn eine Gnade, dienen zu dürfen. Ein Freund Gottes zu sein bedeutet, gastfrei zu sein wegen der reichen Gnade, die wir selbst empfangen haben. Hebräer 13,2 sagt: Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Die Hausgemeinde von Dawson und Lila Trotman öffnete unmittelbar nach der Hochzeit ihr Haus für die gottsuchenden Seeleute und hatte immer 7 bis 8 Gäste im Haus.
Sie waren Freunde Gottes, durch die viele die Freude des gebenden und dienenden Lebens und die Jüngererziehung durch das Bibelstudium, Gebet und die Gemeinschaft kennenlernen konnten. Unser Gott hat uns in Jesus Christus überreiche Gnade geschenkt. Als seine Freunde dürfen wir diese Gnade bezeugen, indem wir herzlich und reichlich geben und dienen. Nachdem sie gegessen hatten, fragte der Herr nach Sarah. Sie war im Zelt. Lesen wir Vers 10 gemeinsam. Bitte. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Gott hatte mit Abraham schon zuvor in Kapitel 17 über die Verheißung gesprochen. Jetzt erneuerte er diese Zusage mit dem konkreten Datum. Schon ein Jahr später würde Sarah einen Sohn haben. Wie reagierte Sarah? Als sie dieses Wort hörte, musste sie lachen. Sie war schon 89 Jahre alt und Abraham 99. Ihr ging es nicht mehr nach der Frauenweise. Es war für sie unvorstellbar, jetzt noch zu gebären. Der Herr aber tadelte sie, weil sie noch ungläubig war, und sprach, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Anschließend wiederholte der Herr nochmal die Verheißung. Sarah sollte nicht lachen, sondern an den allmächtigen Herrn denken, dem nichts unmöglich ist. Trotz des mächtigen Wirkens Gottes kamen ihr bei der Verheißung eines Sohnes immer wieder Zweifel auf, indem sie auf sich als eine unfruchtbare Frau sah. Darum half Gott ihr mit der Frage, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Dem Herrn war es nicht unmöglich, dass eine unfruchtbare Frau Nachkommen hervorbringt. Im Gegenteil, gerade durch die baldige Geburt eines Sohnes würde Gott als der allmächtige Gott verherrlicht werden. Beim allmächtigen Gott ist kein Ding unmöglich. Sarah leugnete, gelacht zu haben, aber der Herr sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Sarah nahm Gottes Ermahnung an und lernte den Glauben, indem sie an den treuen Gott dachte. Hebräer 11,11 sagt, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, den der es verheißen hatte. Ihr ungläubiges Lachen wurde zum Lachen der Freude über Gottes Treue und Allmacht. Missionarin Sarah Chang kam vor über 50 Jahren im Gehorsam gegenüber dem Weltmissionsbefehl Jesu als Krankenschwester-Missionarin nach Deutschland. Gott gab ihr die Vision, 12 Glaubensmütter an jeder Fakultät der Bonner Uni aufzustellen. Es war für sie nicht einfach, sich vorzustellen, wie dies durch sie geschehen könnte. Doch sie schaute immer wieder auf den allmächtigen Gott und hielt sich an den, welcher treu ist und diese Verheißung gegeben hatte. Zur Verherrlichung Gottes dient sie bis heute dem Jüngererziehungswerk durch das 2-Bibelstudium und die Lebensgemeinschaft und betet mittlerweile mit der noch größeren Vision, dass Gott durch ihre Hausgemeinde Glaubensmütter nicht nur in Bonn, Deutschland und Europa, sondern auch in den muslimischen Ländern aufstellt. Betrachten wir Vers 16. Die Männer brachen auf und wandten sich nach Sodom. Abraham begleitete sie noch ein Stück. Es fällt auf, dass Gott zu Abraham persönlich spricht. Warum zu Abraham persönlich spricht? Warum tat Gott diesen seltenen Schritt mit Abraham? Lesen wir den Leitvers 19. Bitte, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er verheißen hat. Hier sehen wir, dass Gott mit Abraham für sein weltweites, ewiges Erlösungswerk zusammenarbeiten wollte. Gott wollte nach seiner souveränen Gnade Abraham für das Segnen aller Geschlechter auf Erden gebrauchen. Abraham durfte seine Kinder und sein Haus nach ihm lehren, den Weg des Glaubens zu gehen und wie er selbst Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Anders gesagt, hatte Gott ihn als Beter und Bibellehrer berufen und sprach zu ihm, wie ein Mensch zu einem vertrauten Freund spricht, wie er auch später mit Mose sprach. Ein Freund Gottes zu sein bedeutet, mit Gott in seinem ewigen Erlösungswerk zusammenzuarbeiten. Gott offenbart seinen Freunden sein ganzes Herz und seinen ganzen Ratschluss und vertraut ihnen sein Werk an, weil er weiß, dass sie als seine tüchtigen und treuen Knechte leben und Früchte des Glaubens bringen werden.
Ein Freund Gottes unterscheidet sich davon, ein bloßer Knecht oder Angestellter zu sein. Jesus sagte in Johannes 15, 14 und 15 zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesu Jünger nahmen als Freunde Gottes Jesu Leiden, Tod und Auferstehung für das Heil der Welt an und gingen nach seiner Himmelfahrt hin, bezeugten seinen Sieg über die Sünde und den Tod, trieben böse Geister aus, lehrten, heilten viele und gaben schließlich selbst ihr Leben als seine Zeugen. Gott hat auch uns sein Privileg geschenkt, seine Freunde zu sein. Dazu hat er uns mit Nehemiah 2,17 und Hesekiel 37,10 seinen Ratschluss für das Jüngererziehungswerk und die Mobilisierung der nächsten Generation offenbart. Gott möchte, dass wir als seine Freunde an diesem großen Werk der geistlichen Wiederweckung und der Erneuerung Deutschlands und Europas mitarbeiten. Aus seinem Herzen spricht Gott diese Worte immer wieder zu uns, damit wir seinen Ratschluss annehmen und den jungen Menschen befehlen, des Herrn Wege zu halten und zu tun, was recht und gut ist. Wie können wir den jungen Menschen Gottes Wege befehlen? Die jungen Menschen sind viel vom Zeitgeist der Rebellion und des Individualismus geprägt und scheinbar nicht zugänglich für Gottes Befehle. Doch wir haben gesehen, dass die Wiederweckung durch 10.002 Bibelstudium-Teams geschieht. Beim GLF 2018 bis 2023 und bei den Leadership-Seminaren setzten sich die Jugendlichen mit dem Wort Gottes aus dem Buch Daniel, den fünf Büchern Mose und weiteren Büchern des Alten und Neuen Testaments auseinander, dazu mit der Geschichte und Gottes Wirken durch die Glaubensvorfahren. Als sie Gottes Hoffnung erkannten, taten sie Buße für ihr kleinbürgerliches Leben und nahmen Gottes Berufung als Beter, Bibellehrer und königliche Priester an. Sie sind die Freunde Gottes, die für den Ratschluss Gottes die Campusmission zusammenarbeiten. Lesen wir noch einmal den Leitvers 19 gemeinsam. Bitte. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Gott hat uns seine große Gnade geschenkt, seine Freunde zu sein und als Beter, Bibellehrer und verantwortliche geistliche Leiter für sein Heilswerk in dieser Generation mitzuarbeiten. Lasst uns dieses Privileg ergreifen und in diesem Sommer jeder 12-2 Bibelstudium-Teams bilden, die jungen Menschen zum Glaubensgehorsam führen und die geistlichen Mauern Deutschlands und Europas wieder aufrichten. Gott hat mich, einen Sünder voller Geldgier und Egoismus, auserwählt und zu seinem Freund gemacht. Er hat mich nicht zum Freund gemacht, weil ich das verdient habe, sondern weil er aus seiner großen Gnade und Vision mich als einen Campushirten und General des Glaubens für die Bonner Uni gebrauchen möchte. Darum hat er mir Tuna, Duran, Aiden und Christian Zang zum Bibelstudium anvertraut. Er lässt mich seinen Ratschluss erkennen durch den Gehorsam gegenüber Josua 1,7-9 und Johannes 21,15 als sein Freund und Campushirte, mit ihm für die geistliche Wiedererweckung der Bonner Uni, Deutschlands, Europas und der Türkei zusammenzuarbeiten. Lesen wir die Verse 20 und 21. Bitte. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Gott offenbarte, dass die Sünden Sodoms und Gomorras sehr schwer waren, sodass das Geschrei darüber bis zum Himmel reichte. Was tat Abraham? Vers 22b sagt, dass Abraham vor dem Herrn stehen blieb. Dann trat er näher zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Abraham verstand Gottes schmerzendes Herz. Zudem verstand er die Dringlichkeit von Gottes Gericht. Darum legte er Fürbitte aus dem Herzen Gottes ein. Gott ist der Richter aller Welt, welcher die Sünde richtet.
Dort, wo ein Mensch mit brennendem Herzen Hirtenherzen Fürbitte einlegt, kann Gott den Sündern aber Geduld erweisen und ihnen noch einmal die Gelegenheit zur Buße schenken. Abraham betete und Gott sagte zu, der Stadt um 50 gerechter Willen zu vergeben. Abraham konnte sich nicht vorstellen, dass es in Sodom so viele Gerechte gab. Darum betete er weiter und senkte die Zahl der Gerechten bis auf 10. Gott sagte, ich will sie nicht verderben um der 10 Willen. Hier lernen wir, dass ein Freund Gottes Fürbitte einlegt. Dort, wo niemand betet, hat eine Schule, Fakultät, Hochschule, Volksgruppe oder Nation keine Chance. Dort aber, wo ein Freund Gottes betet, gibt es Hoffnung. Wenn wir diese gerichtsreife Generation sehen, dürfen wir nie aufgeben zu beten oder unsere Gebetsliste kürzen, sondern dürfen umso mehr Fürbitte einlegen, persönlich und beim Frühgebet. Die medizinische Fakultät hat Hoffnung, weil es die Hausgemeinde von Hütten, von Mr. Petrus und Hütten Dr. Johannes und weil es und Hütten Dr. Johannes gibt, die für sie Fürbitte einlegen. Auch haben sie Hoffnung, weil es Samuel gibt, der für sie Fürbitte einlegt. Die Schüler am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium haben Hoffnung, weil sich einige junge Leute dort entschieden haben, für ihre Mitarbeiter Fürbitte einzulegen. Noch früher haben sie sich gerne verkrochen, wenn sie gesehen haben, dass sie anderen Freunde gesehen haben, dass sie gläubig waren. Aber dankt Gott, dass sie nun für ihre Mitarbeiter, für ihre Mitschüler mit dem Hirtenherzen Fürbitte einlegen. Darum hat auch das Emma Hoffnung. Die muslimischen Länder haben Hoffnung, weil es diejenigen gibt, die Missionsstützpunkte errichten und gemäß Apostelgeschichte 1,8 Fürbitte einlegen, damit das Evangelium bis an das Ende der Erde verkündigt wird.